Haben wir den Hochpunkt der Euphorie jetzt hinter uns gelassen? Sichtbar in der Euphorie über das Börsenlisting der Kryptobörse Coinbase, das ja zunächst sehr erfolgreich verlaufen ist. Dann allerdings der Kurs von Coinbase über 400 Dollar gestiegen, dann allerdings eben deutlich gefallen. Und das hat den Gesamtmarkt mit nach unten gezogen. Und jetzt ist die Frage, sind alle guten Nachrichten letztendlich schon drin? Ist die maximale Euphorie erreicht? Und jetzt muss eine Korrektur her. Das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, meine Damen und Herren. Starten wir zunächst mal eben mit Coinbase. Hat ja sehr lange gedauert, bis von erster Indikation bis zum ersten Kurs. Man war über 400 Dollar, hat dann deutlich darunter geschlossen. Und wir sehen hier, wie Holger Cepic das zeigt, der Nasdaq hat ziemlich diese Abwärtsbewegung dann mitgemacht. Das hat also den Gesamtmarkt mitgerissen, vor allem die Tech-Werte im Nasdaq. Aber auch der Gesamtmarkt war dann etwas schwächer. Also das hat irgendwie ausgestrahlt. Das hat eine Wirkmacht gehabt, diese Geschichte. Und vielleicht ist das alles, was da passiert ist, nicht so fürchterlich ungewöhnlich. Denn never buy IPOs, direct listings, das ist ein Ratschlag, der vielleicht zu befolgen ist. Denn diejenigen, die bereits die Zuteilung bekommen haben, die freuen sich dann natürlich, wenn sie für 250 Dollar oder sogar drunter eine Zuteilung dieser Aktie bekommen haben im Vorfeld des Listings. Wenn dann die Aktie auf 400 steigt, dann hat man einen ziemlich satten Gewinn in sehr kurzer Zeit gemacht. Die Profis waren also investiert, die Retail Trader, also die Privatinvestoren. Und das waren nicht wenige, die da sich engagiert haben gestern. Die haben auf die Mütze bekommen, CNBC hypes the shit out of everything. Also das wird natürlich gehypt von Börsensendern wie CNBC. Und dann kracht die ganze Geschichte jedoch runter. Mal sehen, wie heute Coinbase agiert, wird für das gesamte Sentiment des Marktes sehr, sehr wichtig werden. Interessant ja auch, dass eine Kryptobörse sich an einer herkömmlichen Börse listen lässt, gleich sehr viel mehr wert ist als diese Börsen. Ja, vielleicht ist das alles berechtigt, das werden wir sehen. Allerdings ist es natürlich so, dass eine Geschichte wie Coinbase immens teuer ist in Sachen Trading. Die Spreads sind enorm, die Kosten damit sehr, sehr hoch. Und andererseits hat Coinbase wohl auch Kundendaten verkauft. Nicht so hübsch, das erinnert alles so ein bisschen an Robin Hood. Die haben ja auch den Orderflow und dann an Hedgefonds wie Citadel verkauft. Das ist nach meiner Auffassung klares Frontrunning, was da Hedgefonds betreiben. Über Broker wie Robin Hood, die den Kunden sagen, ja, ist alles kostenlos, aber faktisch nochmal richtig viel Geld daraus ziehen, dass sie die Informationen über die Kunden weiterleiten. Anderen damit, die schnellere Leitungen noch haben, die eine Nanosekunde schneller ihre Trades setzen können und dann schon praktisch Frontrunning betreiben. Das alles ist hochgradig problematisch in meiner Wahrnehmung. Das ist ein Missstand, der beseitigt gehört. Hier sehen wir nochmal Coinbase. Bitcoin hat auch ein bisschen darauf reagiert. Wir hatten zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar. Das ist immens. 429 war das hoch gestern bei der Aktie von Coinbase. Paul hat sich gestern geäußert und hat gesagt, ja, also Bitcoin ist nicht wirklich geeignet für Zahlungen, eher ein Vehikel für Spekulation. Aha, interessant. Jedenfalls ist natürlich im Alltag Bitcoin jetzt nicht so fürchterlich geeignet für Zahlungen, schlichtweg, weil die Transaktion zu lange dauert, zwischen 1 und 12 Minuten, soweit ich informiert bin. Wenn Sie also beim Einzelhändler, der Bitcoin anbietet, als Zahlung zahlen wollen, dann kann es sein, dass Sie da ein bisschen warten müssen. However, jetzt gibt es interessanterweise das erste inverse Bitcoin-ETF. Ich habe öfter von Skeptikern die Frage bekommen, Mensch, wie kann ich die ganze Geschichte shorten? Und zwar nicht nur Bitcoin, sondern die Kryptowährungen insgesamt. Sicherlich ein sehr riskantes Unterfangen, wie wir alle wissen, angesichts des massiven Anstiegs. Aber jetzt eben die Möglichkeit, ein ETF, das eben diesen ganzen Kryptospace hier zum Short anbietet im Prinzip, beziehungsweise das ETF gewinnt im Wert, wenn die Kryptowährungen verlieren. Das Ganze wird in Kanada aufgelegt. Auch hier ist man also wieder führend. Wie so oft ist Kanada hier führend. Und hier sehen Sie ein paar Boomer, meine Altersgenossen, also unten, die dann die ersten Kurse von Coinbase an der Nasdaq verfolgt haben. Wir hatten gestern das Hoch bei Bitcoin ja bei 64.700 und ein paar zerquetschten Dollars. Und wir haben Ether mit neuem Hoch, 2.400 Dollar fast. Dogecoin, diese Quatsch-Kryptowährung, ist 77% gestiegen, obwohl die gar nicht bei Coinbase angeboten wird zum Trading. Also
Da ist eine Menge Euphorie und wir werden vielleicht auch darüber sprechen mit dem Blocktrainer. Heute ist das Interview geplant. Ich freue mich sehr. Der Roman ist ein bisschen unter Stress, wie er mir mitgeteilt hat. Das heißt, wir werden schauen, ob wir das alles gut hinkriegen. Heute ist es geplant. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und wir wollen einfach auch mal vielleicht ein bisschen reflektieren. Geldmengenausweitung, Inflation. Was bedeutet das alles für die Gesellschaft? Auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin. Hier unten vielleicht ein Abgleich mit dem spekulativen Zyklus. Und ich glaube, wir haben natürlich schon eine gewisse Spekulationsmanie, die da der Fall ist. Sonst wäre der Kurs ja nicht so schnell gestiegen in letzter Zeit. Aber kommen wir zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt eben, und das passt so ein bisschen ins Bild, Bank of America hat gesagt, also wir verabschieden uns jetzt aus dem Markt. Wir empfehlen, den Aktienmarkt zu verkaufen aus 5 Gründen. Die meisten haben mit Bewertungen zu tun. Die sind schlichtweg extrem hoch. Dann sagt Bank of America vor allem, naja, alle guten Nachrichten sind eingepreist. Peak Stimulus erreicht. Wir haben jetzt im Prinzip den Peak von allem erreicht, den wir kurzfristig erreichen können. Damit sagt Bank of America nicht, dass wir sozusagen jetzt einen Crash erleben oder nie wieder auf neue Höchststände klettern können, sondern dass jetzt erstmal eine Korrektur angesagt sei beim S&P auf 3.800 und ein paar zerquetschte, fairer Wert beim S&P, so sagt das Bank of America, sei 3.600 und ein paar zerquetschte, also man prognostiziert hier einen Abverkauf bis 3.800, mal sehen, ob das passiert. Dann in anderen Nachrichten, interessanterweise, das ist eine Grafik, die eigentlich später kommen sollte, aber man kann ja mal improvisieren, dann mache ich das einfach hier. Gibt es jetzt zunehmend Sorgen am chinesischen Bondmarkt, denn Huarong ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Anleihen zu bedienen. Das ist insofern interessant, als Huarong eine staatliche Gesellschaft ist. Die ist 1999 gegründet worden in Reaktion auf die Asienkrise und soll eigentlich Schulden von anderen aufkaufen, damit diese Schulden irgendwie retten. Jetzt ist es allerdings so, dass das Unternehmen möglicherweise vor dem Kollaps steht und die Frage, die sich stellt, ist, wird China das zulassen? Wird die Führung das zulassen? Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür und ein gewisses Risiko dafür, weil schlichtweg die beiden letzten CEOs dieser Firma Huarong letztendlich in Ungnade gefallen sind und von der Partei ausgeschlossen bzw. bestraft wurden. Also da ist ein politischer Kampf natürlich im Hintergrund der Fall. Wenn das allerdings passieren würde, dann könnte das die Kreditmärkte ganz Asiens ziemlich durchschütteln. Ich wollte eigentlich zu den Aktienmärkten des gestrigen Tages kommen. Da war also diese Grafik noch dazwischen gerutscht. Jetzt machen wir eben mit diesen Aktienmärkten weiter und wir sehen, Dow Jones hat sich noch ins Plus gerettet. Die Nebenwerte deutlich im Plus, aber der Nasdaq eben 1% im Minus. Wenn wir gestern mal anschauen, die Sektoren Energie ganz stark, Materials und Financials, die waren am Vortag schwach, jetzt waren sie die Sieger, Technology dagegen der große Verlierer mit 1,06%, also praktisch wieder die Rotation aus der Rotation. Ich hatte gestern darüber etwas gemacht. Wir sehen den S&P 500, der jetzt eben oben angekommen ist in dieser Trendkanalbegrenzung, RSI ziemlich stark überkauft, denn nach wie vor gar keine Frage. Wir sehen den Nasdaq, der eben jetzt diese inverse Schulterformation gemacht hat, dann ein neues Allzeithoch ausgeprägt hat, dann aber eine rote Kerze zeigt. Das wird jetzt sehr, sehr interessant sein zu beobachten, ob das ein Fake-Ausbruch nach oben war mit dann anschließendem Abverkauf, ja oder nein. Wir sehen, dass der VIX unten, also die Vola, die Chance hätte, wenn wir da nach oben ausbrechen, dann wäre durchaus Luft bis in den Bereich 30, 35. Das würde bedeuten, wir würden einen deutlichen Volatilitätsanstieg sehen. Muss nicht kommen, kann aber kommen. Wir sehen hier mal die Seasonal Patterns. Also praktisch das, was Mitte April los ist, wenn Sie hier die Güte hätten, sich den April herauszusuchen. Dann sehen wir in normalen Jahren, also nicht post, also nicht die Nachwahljahre, da ist der April durchgängig fast positiv, während in Postwahljahren und letztes Jahr hatten wir ja die US-Wahl, da nochmal ein Rücksetzer kommt. Allerdings hat der Seasonal Pattern nicht so richtig gut funktioniert. Wir sind ja seit Mitte Februar runtergekommen, sind davor massiv gestiegen. Also dieses Jahr hat es nicht so gepasst, aber
Es ist auf jeden Fall mal ein Hingucker. Und wir haben heute wichtige US-Konjunkturdaten. Wir haben den Philly Fed Index, den New York Empire State Index. Aber wir haben vor allem die US-Einzelhandelsumsätze. Und die dürften herausragend werden. Konsensschätzung bei 5,0%. Aber Bank of America sagt, aufgrund unserer Kreditkartendaten sagen wir, es dürften 11,5% werden oder im Bereich 11%. Das wäre mal ein richtiger Schnaps, einer der besten Werte ever in der US-Geschichte. Gutes Wetter, Stimulus-Schecks, all das hat dazu beigetragen. 14.30 Uhr bei Finanzmarktwelt. Werden Sie darüber informiert, was passiert, wenn die Daten wirklich so gut sind? Werden dann die Renditen für Staatsanleihen, US-Staatsanleihen nach oben gehen? Große Frage. Jedenfalls ein Schlaglicht auf die Stimmung in den USA wirft hier etwas, was Morgan Housel hier geschrieben hat. Er hat gesagt, ich habe einen Typen getroffen, der wollte sich ein Haus kaufen und hatte 20% über den Verkaufspreis geboten. Und sein Makler hat dann gesagt, ja, ich hatte 6 Gebote, deins war das niedrigste, obwohl er 20% über dem Listenpreis oder über dem offiziellen Verkaufspreis geboten hat. Das sagt so ein bisschen alles, was da los ist. Und wir sehen übrigens auch, dass jetzt das erste Mal seit 2019, also sogar noch vor der Corona-Krise, wieder eine Zunahme der Interstate Highway Traffic zu beobachten ist. Also der Verkehr in den USA hat sich wieder komplett normalisiert, zumindest was die Highways betrifft, die Interstate Highways, also mithin die Autobahnen, könnte man auf Deutsch sagen. Daran sieht man, dass das Leben in den USA anders als es vielleicht teilweise in Deutschland der Fall ist. Gestern war ich noch um 21 Uhr, Punkt 21 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Wir haben ja die Ausgangssperre, gell? Und da halten wir uns natürlich auch dran. Absolute Ruhe, nichts los, totaler Totentanz. Vielleicht sollten wir das jetzt als Dauerzustand einführen, damit die Leute mal irgendwie zur Ruhe kommen, gell? Also die Amerikaner jedenfalls, sie sind da ein bisschen besser dran. Interessant, was derzeit wieder jetzt nach außen gedrungen ist seitens der US-Administration. Hier will man alle Banken bestrafen, US-Banken, die in irgendeiner Form mit russischen Staatsanleihen handeln. Das geht jetzt darüber hinaus, was wir an bisherigen Sanktionen gesehen haben gegen Russland. Jetzt direkt der Angriff auf praktisch den Staatsanleihenmarkt, damit auf die Bonität Russlands, kann man sagen. Es gibt ja immer noch sozusagen die nukleare Option, hier Russland aus dem SWIFT-System rauszuschmeißen, mithin also vom Dollar zu entkoppeln. So weit geht man hier nicht, aber es ist schon eine kleine Vorstufe, Zeichen für eine weitere Eskalation in dieser ganzen Ukraine-Geschichte. China, wie gesagt, Taiwan ist auch ein ziemlich heißes Pflaster und heiß ist es hier auch, aber nicht meteorologisch, sondern irgendwie in Sachen Corona. Wir haben jetzt knapp 30.000 Fälle hier in Deutschland, höchster Wert jetzt, was die positiven Tests betrifft, seit 8. Januar eingesperrt für immer, Notbremse in Deutschland. So sieht unser Leben in den nächsten Monaten aus. Spricht einiges dafür, dass diese ganze Geschichte noch weitergehen wird, sich noch länger hinziehen wird. Wird sich die Korrektur hinziehen oder fängt die jetzt an, genauer gesagt, an den Märkten? Das werden wir heute vielleicht schon sehen, wie heute die Märkte jetzt reagieren. Achten Sie auf die Coinbase-Aktie, das wird wichtig. Wenn es da weiter nach unten gehen sollte, dann dürfte der Verkaufsdruck zunehmend, geht es da nach oben, dann wäre das ein Zeichen, eine Indikation dafür, dass eine Beruhigung eingetreten ist und die Langeweile, die jetzt in den letzten Wochen der Fall war, ganz entspannt fortgesetzt werden könnte. Also das wird absolut interessant heute. Jetzt kommt richtig Zoff rein. 14.30 Uhr, ein wichtiges Datum bei Finanzmarktwelt. Ich sage Ihnen Servus und Ciao.